like, or said it's private and you never uploaded a video, like, and so many people believe you are actually legit, and like, just mind-boggling. You try to hide the fact, just, like, in my opinion, and just Tenno hacked, and like, I thought he's the worst guy ever, but you're kind of even more worse. I don't know, you're just crap. Not the biggest. Only the input delay. The fact that it's mover is not that big for me, actually. Like, help me out. Holy shit, I survived. Holy shit! How did I survive that? Come on. Go, go. Please. Yeah. Finally. I'm done! It took me so long! I never expected this will take me so long. This is showing me my heart is insane ever, dude. At least it feels like that even... Oh shit, dude. I couldn't even breathe at the end, dude. I was just like, I couldn't even breathe. Holy shit! Thanks for the GGs, boys. Man, es gibt kein 20 GB die Sekunde Internet, zumindest nicht in Deutschland. Da ist kein einziges verbaut, kein einziges Netz. Also damit habe ich dich schon hochgeflext. Ich lebe in der Innenstadt und fast neben dem Industriegebiet, da habe ich auch schon so circa um die 1,4 GB Gigabits die Sekunde, ne? Und das ist schon extrem, also du brauchst mich nicht verarschen, sagen wir es so. Oh, thanks guys, dude, back to English mode. Du wohnst in Amerika. Och, Amerika ist selber auch nicht gerade die Besten im Internet, das kann ich auch einfach faktisch sagen. Es gibt einen Ort neben so einer Messe, der hat 1,6 Terabyte, aber nicht für ein einzelnes Netzwerk, weil sogar die meisten PC-Download-Chips können nicht mal 20 GB empfangen. Dein Handy empfängt höchstens 50 MB die Sekunde. Der PC höchstens 1,4 GB, sage ich dir auch, weil einfach ein WLAN-Chip, beispielsweise die ganz tollen, die empfangen nur 1300, ein PC maximal 6.